Unser heutiger Schlaumeier kommt aus Zürich. Sie ist Schauspielerin und Moderatorin und Mami von zwei Kindern. Viele von euch haben sie sicher schon im Fernsehen gesehen oder im Theater auf der Bühne. Herzlich willkommen, unser heutiger Oberschlaumeier, Kiki! Hallo miteinander! Also zuerst einmal, Niki, du hast das fantastisch gemacht. Also ein Naturtalent, würde ich sagen. Hallo Roman, ja, ich bin hier live im Bernhard-Theater, wie ihr da so schön seht. Ich zeige es euch gerne mal um, weil das Coole an den Schlaumeier-Lektionen ist ja, unter anderem, dass wir gar nicht an ein Klassenzimmer gebunden sind, sondern ihr könnt zuhause sein und ich irgendwo, und weil das heute gerade so schön in die Lektion reinpasst, sind wir eben hier im Bernhard-Theater. Schaut mal da. Da seht ihr mal, wie das aussieht, das ist der Zuschauersaal. Das Publikum sitzt da normalerweise, im Moment alles umgestuhlt und eine Leiter, die da steht. Weil halt eben, das ist jetzt auch zu. Aber darum können wir das halt nutzen. Und schauen jetzt mal auf dieser Seite. Der schöne rote Vorhang. Ist der nicht toll? Und wenn ihr parat seid, dann würde ich sagen, Vorhang auf! Es funktioniert immer noch. Jetzt starten wir mit unserer Lektion. Ihr habt vielleicht schon den Tisch gesehen, der da oben steht. Das ist das Tischli, wo ihr jetzt gerade werdet drauf Platz nehmen werdet, beziehungsweise mein Computer, damit ihr da mit dabei seid. Wir sind jetzt da live auf der Bühne vom Bernhard-Theater. Voilà. Also, dann legen wir doch los. Ich habe eben gedacht, ich zeige euch etwas, ein paar Tipps und Tricks und Techniken, was Schauspieler so brauchen, um in verschiedene Figuren hineinzuschlüpfen. Denn schliesslich, wenn wir nicht rausgehen können, um unsere Abenteuer zu erleben, dann holen wir es doch einfach zu uns rein. Und das kann man eben gut, wenn man in verschiedene Figuren kann eintauchen und hineinschlüpfen. Darum wollte ich als allererstes von euch wissen, die erste Umfrage, was braucht ein Schauspieler eigentlich genau, um in eine Rolle hineinzuschlüpfen? Wisst ihr das? Ist es A, Sprache, Mimik und Gestik? Oder ist es gute Ohren und gute Laune? Oder ist es ein Kilo Mehl, zwei Eier und ein Prise Salz? Roman, weißt du? Ja, ich habe so eine Ahnung, Kiki. Also sag mal, Sprache, Mimik und Gestik. Vielleicht kannst du noch schnell sagen, der kleinere Kind, was bedeutet Mimik und was bedeutet Gestik? Ja, das hätte ich gerade noch erklärt, genau. Also die Mimik, das sind Gesichtsausdrücke. Alles, was wir so schön bei der Niki gesehen haben, wo sie so traurig war, weil sie keine Süßigkeiten hatte, das macht unsere Mimik, das machen Gesichtsausdrücke und all die Muskeln da im Gesicht, die zeigen, ob wir traurig sind, glücklich oder wütig. Und Gestik, das ist die Körpersprache. Alles, was der Körper so mitmacht, um auch die Gefühle auszudrücken oder Empfindungen. Okay, sehr gut. Also, dann könnt ihr abstimmen. Was braucht ein Schauspieler, um in eine Rolle zu schlüpfen? Sprache, Mimik und Gestik. Gute Ohren und gute Laune. Das dünkt mich schon auch sehr wichtig, Kiki, oder? Ja, das ist wichtig, das stimmt. Oder 1 Kilo Mehl, 2 Eier und ein Prise Salz. Also, könnt ihr abstimmen, Kind. Nachher, wie immer, drückt ihr unten dran auf den runden Knopf eingeben. Und wir brechen die Umfrage ab in 5. 4, 3, 2, 1 und fertig. So, jetzt lassen wir den Computer schnell ein bisschen ausrechnen, Kiki. Das ist immer besonders der spannende Moment, wo man schaut, das Resultat. Wie haben die Kinder abgestimmt? Was denkst du? Ich denke, ja, gute Launen, oder? Das sind ja Schlaumeier. Ah, wow, schau mal. 83% haben es gewusst. Also, gratuliere. Ihr Schlaumeier. Die 15% war, glaube ich, war ich. Ich habe gesagt, gute Ohren und gute Laune. Ja, mit dem kommt man im Fall auch ganz weit, muss man sagen. Aber das sind die Sprache, Mimik und Gestik ist das, was der Schauspieler braucht. Darum sagt man auch, der Körper ist sein Instrument. Es gibt vielleicht einige unter euch, die Geiger spielen oder Klavier oder Gitarre. Und dann müsst ihr ja am Anfang auch Gitarre ein bisschen einstimmen, damit es dann schön tönt. Das machen wir mit dem Körper auch. Man muss ihn ein bisschen aufwärmen und ein bisschen einstimmen. Und da zeige ich euch ein paar gute Übungen dazu. Das ist zum Beispiel, wir fangen an mit der Mimik, also mit den Gesichtszügen.
eine gute Anfangsübung ist, wenn man mal alles ganz fest zusammenkneift und dann wieder loslässt. Und dann wieder ganz fest alles zusammenkneifen. Ist ja komisch, wenn ich noch reden während dem Kneifen. Aber dann, und dann wieder loslassen. Ja, dann kann alles wieder schön entspannen. Und ganz wichtig im Gesicht ist natürlich das Maul. Wenn wir dort ja auch noch reden müssen, das heisst, es sollte alles ein bisschen weich und warm sein. Und da, wenn man einmal nervös ist, so, wenn man einen Vortrag muss halten oder so, kann es oft sein, dass die Nervosität, also die Anspannung, so ein bisschen in den Kiefer geht und man sich da ein bisschen verkrampft. Und für das gibt es auch eine gute Übung. Ich komme mal so von der Seite. Dann packen wir da mal euer Knie. So, ich mal da so genau, ein bisschen vorlehnen. Die Zunge ein bisschen leicht locker raus. Und nachher dünner das Knie so ein bisschen durchschütteln und dann noch einen Ton dazu machen. Sieht lustig aus. Genau. Wenn das nochmal machen, sieht super aus. Sehr schön haben die das gemacht. Ganz toll. Jetzt kommt die nächste Übung. Jetzt sind wir da ja schon mal schön warm. Eine Übung, die ihr sicher alle schon kennt, ist natürlich die, wie macht das Rössli? Wenn wir die Lippen aufwärmen wollen. Kennt ihr das sicher gut? Man tut so brusten. Das tut dann schön die Lippen, tut bluten und schön aufwärmen. Jetzt wollte ich mal alles schöne Rössli sehen. Zeigt mal euer Rössli. Eins, zwei, drei. Oh, der Roman macht es aber auch ganz gut. Super, ich denke, die Mimik ist schon mal warm. Wir kommen weiter zu der Stimme. Auch die müssen wir warm machen. Das geht auch gut, indem man so ein bisschen einen tiefen, entspannten Ton macht. Und dann noch die Brust abklopft. Dann werden alle Nerven da auch noch ein bisschen wach. Und dann kann man da noch so ein bisschen warm machen. Also, wir machen den Ton und klopfen die Brust ab und dann tönt das eben auch noch gut. Roman lacht mich aus, aber das ist kein Problem. Das sind eben effektive Übungen. Und ganz etwas Wichtiges ist eben auch noch euer Zwerchfell. Habt ihr schon mal vom Zwerchfell gehört? Nicht Zwerchfell, sondern Zwerchfell. Das ist ein Muskel, also so eine Muskelsehnenplatte. Ich zeige euch mal schnell. Die geht da über den ganzen Bauch über und trennt den Brustkorb von der Bauchhöhle. Und das Zwerchfell ist der wichtigste Muskel, wenn er zum Schnaufen, also damit ihr könnt schnaufen, ist das Zwerchfell ganz, ganz wichtig. Das heisst, wenn er ganz tief einschnauft und sich der Brustkasten so hebt, dann dehnt sich das Zwerchfell und beim Ausschnaufen zieht es sich wieder zusammen. Und um eine starke und sichere Stimme zu haben, ist eben das Zwerchfell darum auch ganz wichtig. Darum kommt jetzt eine gute Übung. Wenn ihr zum Beispiel, ich weiss nicht, ich hatte das früher immer extrem gehabt, wenn man so ein bisschen nervös ist, wenn man muss vor den Klassenkameraden etwas sagen oder einen Vortrag halten oder an Weihnachten ein Lied singen von der ganzen Familie. Kennt ihr das? Dann tut doch einmal die Stimme so ein bisschen abrutschen, oder? Dann wird sie vielleicht ein bisschen höher und ein bisschen zittriger oder sie verschlägt sie gerade ganz. Und wenn man da so ein bisschen Übungen macht mit dem Zwerchfell, kann man das verhindern. Also denkt dran. Und das sind erst noch lustige Übungen. Das heisst, wir machen das so. Also eine Übung ist meine Lieblingsübung. Die ist super effektiv. Da tun wir einfach gerne. Einfach gerne. Das ist eine super Übung. Da kommt schön Luft in die Brustkasten rein, in die Lungen rein und das dehnt dann alles so aus. Weil wenn ihr eben nervös seid, dann zieht sich der Zwerchfellmuskel zusammen und dann habt ihr zu wenig Platz zum Schnaufen und darum rutscht dann eben die Stimme auf. Also tun wir mal alle zusammen so richtig gerne und strecken so am Morgen früh, ist das doch auch wunderschön zu machen. Oh ja, jetzt, das war aber ganz ein grosser Gainer, den ich da gesehen habe. Sehr gut. Und dann, eine nächste Übung ist, man macht einen Zug. Wie macht einen Zug?
Genau. Und jetzt schauen wir mal, was mit eurem Bauch passiert, wenn ihr das macht. Schauen wir mal. Da kommt es da so. Habt ihr gesehen? Und das ist euer Zwerchfell, das das macht. Und darum kann man das schön üben, indem man eben so Zischlaut macht. Vielleicht noch so Zugbewegungen dazu. Alles schöne Zug. Und jetzt kann man eben sogar noch Vokal dazu nehmen. Vokal ist ein A, ein E, ein I, ein O und ein U. Also. Sha, she, shi, sho, shu. Sha, she, shi, sho, shu. Und jetzt werden wir immer schneller. Sha, she, shi, sho, shu. Sha, she, shi, sho, shu. Super. Dann haben wir ganz viele Locken da drin. Und man kann jetzt eben dann auch noch den Körper dazu nehmen. Vielleicht machen wir dann noch so Karate-Übungen. Dann haben wir einfach den ganzen Körper auch noch gerade warm. Sind wir bereit? Wieder mit Sha, she, shi, sho, shu. Also. Achtung, fertig, los. Scha, scha, schi, scha, schu, scha, scha, schi, scha, schu. Super. Schöne Karate-Kids haben wir da. Stehen wir mal her. Und wie fühlt ihr euch jetzt? Nicht schlecht, oder? Jetzt sind wir schön warm, jetzt sind wir schön geerdet, jetzt haben wir schön Luft. Und jetzt könnt ihr einen zweistündigen Vortrag machen von allen Klassenkameraden und ihr hättet immer noch eine super Stimme. Super. Was wir noch vergessen haben zum Aufwärmen, ist natürlich auch Zunge. Und da gibt es auch eine schöne Übung. Normalerweise sollte man das ja nicht machen. Aber heute gebe ich euch offiziell die Erlaubnis dazu, mal so weit Zungen auszustrecken wie möglich. Auf drei. Eins, zwei, drei. Bäh. Super. Und wer von euch kann den Nasenspitz berühren mit der Zunge? Zeige dir mal das. Ich kann es überhaupt nicht. Noch meilenweit davon entfernt. Roman, kannst du es tun? Nein, ich kann es leider auch nicht. Wer kann den Nasenspitz berühren, wenn wir da eine Umfrage machen? Also Hand auf, wer kann den Nasenspitz berühren mit der Zunge? Genau, tun wir alle die Hände auf, die das schaffen mit der Zunge, so bis an die Nasenspitzen auf. Also Kiki und ich schaffen es nicht, aber... Ja, ich sehe es. Also schon mehr als ein Drittel der Kinder schafft es. Also ja, ganz viel. Also ganz viel schafft es, aber die Mehrheit schafft es nicht. Also Kiki, wir müssen uns nicht schämen, dass wir es beide nicht schaffen. Es gibt mehr, okay, die es nicht können, aber es gibt auch sehr viele, die das können. Also da bin ich gespannt. Da könnt ihr ja noch ein paar Fotos schicken von denen, die die Nasenspitze berühren mit der Zunge. Das ist natürlich super cool. So. Jetzt haben wir also Körper warm, Gesicht warm, die Stimme warm. Jetzt müssen wir noch die Sprache ein bisschen an der schleifen. Und für das gibt es auch eine lustige Übung. Da machen wir Zungenbrecher. Kennen ihr wahrscheinlich auch. Da gibt es zum Beispiel den. Der Papst hat Speck, Besteck, Spat bestellt. Wieder so Zischlaut, merkt ihr? Dann kommt wieder ein Zwerchfell, wird da wieder aktiviert da unten. Der Papst, und jetzt müssen wir das ganz schnell sagen. Der Papst hat Speck, Besteck, Spat bestellt. Roman, kannst du das? Nein, ich habe befürchtet, dass du mich fragen willst, lieber. Der Papst hat Speck, Besteck, Spat bestellt. Genau. Speck, Besteck, Spat bestellt. Super! Ja. Der Papst hat Speck, Besteck, Spat bestellt. Das sind schöne Zungenbrecher. Könnt ihr vielleicht auch mal noch ein paar Videos schicken nachher, die es geschafft haben. Und jetzt passend zu Ostern habe ich da auch noch einen lustigen Zungenbrecher. Der geht nämlich so. Hinter dem Hans Heiris im Haus habe ich 100 Hasen gehört husten. Das ist auch wieder das Zwerchfell. Roman, bitte. Hinter dem Hans Heiris im Haus habe ich 100 Hasen gehört husten. Ah, der ist ja vergangen. Du bist eben schon in Osterstimmung. Abgestellt. Wunderbar. Ich würde sagen, wir sind bereit, um unsere Rollen anzugehen, um in unsere Rollen hineinschlüpfen. Und ich habe gedacht, eine gute Rolle, um da so ein bisschen üben, wäre ein Cowboy oder ein Cowgirl.
Ich bin mir sicher, dass da viele unter euch schon etwa die Cowboy und Indianer spielen oder zum Beispiel zumindest mit ihrem imaginären Rössli durch die Wohnung durchreiten. Wer spielt gerne Cowboy oder Cowgirl? Wenn wir mal die Hand aufheben? Ja, da spielen ganz viele gerne. Das ja. Ich denke, und jetzt sehe ich es auch noch an den Händen an, da schiessen wieder ganz viele Hände in die Luft, Kiki. Super, da bin ich froh, habe ich eine gute Rolle ausgesucht. Also, klar, für einen Cowboy braucht es einen Hut, der hat sein Rössli, vielleicht noch eine Jeans an, aber jetzt können wir dem Cowboy noch viel mehr Facetten dazugeben. Und als Schauspieler gehst du so vor, man fragt sich die drei W-Fragen. Die drei W-Fragen sind, von wo komme ich, wo bin ich und was will ich? Diese drei Fragen kann man sich bei jeder Szene dann stellen. Fangen wir mit den ersten an. Ihr könnt entscheiden jetzt, wie unser Cowboy soll werden. Also, die erste Frage ist, von wo kommen wir? Kommen wir von einem 4-Stunden-Ausritt mit unserem Rössli? Oder kommen wir von daheim, wo die Mami wieder mit uns geschumpfen hat, weil wir das Zimmer nicht aufgeräumt haben? Oder kommen wir von einem mega coolen Kleiderladen, wo wir uns den neuesten, obercoolsten Cowboy-Gürtel gekauft haben? Was wollen wir? Ihr könnt jetzt abstimmen, wie unser Cowboy von wo er soll kommen. Also, ich sag's mal, von wo kommt der Cowboy? Von einem 4-Stunden-Ausritt mit dem Pferd, von daheim, wo die Mami gerade mit dir geschimpft hat, weil du das Zimmer nicht aufgeräumt hast, oder von einem Kleiderladen und dort hast du einen coolen, neuen Cowboy-Gürtel gekauft. Also, kannst du noch abstimmen. Wir brechen die Umfrage ab in 5, 4, 3, 2, 1 und die Umfrage ist beendet. Wir lassen den Computer rattern. Was denkst du, Kiki, was wäre deine Lieblingsantwort gewesen? Ich bin offen, ich bin mega gespannt, was er auswählt. Also, ich bin genauso gespannt. Jetzt tun wir das Resultat freigeben und fast, also nein, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte sagt, wir kommen von einem 4-stündigen Ausritt mit unserem Pferd. Super, dann machen wir doch das. Also, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, dass man hier den ganzen Körper sieht. Wir sind Cowboys, wir haben unseren Hut. Wir haben unsere Jeans. Wir haben unser Ross schon angebunden, das ist jetzt hier nicht da. Aber wir haben wahrscheinlich nach 4 Stunden Reiten wahrscheinlich ein bisschen Muskelkater dabei. Und es fühlt sich immer noch an, als ob man irgendwie das halbe Ross noch zwischen dabei hat. Also steht man sicher so ein bisschen breitbeinig da. Wahrscheinlich Muskelkater im Füdli, das heisst, der Gang ist noch nicht, also nicht mehr so ganz weich wie auch schon. Und ich weiss nicht, ob man es auch noch im Rücken spürt, aber man ist glücklich. So ein Cowboy, was ist das Schönste für einen Cowboy, ist natürlich auf seinem Ross zu sein. Also wir haben ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht, ein bisschen verkrampfte Beine, leicht obeig, stehen wir da und sind glücklich. Und vielleicht schauen wir noch so ein bisschen in die Prärie raus, ob wir vielleicht noch jemanden sehen, der uns sieht, wie glücklich wir sind und wie cool wir jetzt hier hergeritten sind. Jetzt kommt die nächste Frage. Wo bin ich? Jetzt bei einem Cowboy ist das natürlich einfach. Meistens ist er im Wilden Westen. Und dort scheint die Sonne stark. Es hat ein bisschen sandigen Boden. Das heisst, unsere Cowboy-Stiefel sind wahrscheinlich voller Sand. Man kann sich da so ein bisschen abklopfen. Und weil die Sonne so stark scheint, auch wenn wir einen Cowboy-Hut haben, blendet es ein bisschen. Das heisst, wir müssen die Augen zusammenkneifen. Wir schauen immer so ein bisschen mit zusammengekneiften Augen. Vielleicht hat es auch noch einen starken Wind. Ein Wind, der einem so ein bisschen um die Ohren pfeift. Und um sich das Gefühl können zu lernen oder wieder anzueignen, gibt es eine Technik, die der Schauspieler nutzt und die nennt sich Emotional Memory. Das heisst, man nutzt sein emotionales Gedächtnis. Es klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Das ist so, dass... Sie sehen, ich da gar kein Bild mehr. Ich hoffe, wir sind da noch dabei. Ja. Okay. Es ist so, Emotional Memory. Man erinnert sich zurück an einen Moment, wo einem der Wind um die Ohren gepfiffen hat. Das heisst, zum Beispiel, erinnert einmal zurück, wann haben wir mal so kalt gehabt, wie es so geblasen hat? Ist das letzten Wind auf dem Skilift?
Oder wo wir mal müssen, letzten Winter auf den Bus warten und er ist nie gekommen. Und dann ist das doch so kalt und man zieht dann vielleicht so ein bisschen die Schultern hoch und es schudert einem so ein bisschen. Hä? Und das Gefühl, das nehmen wir jetzt und das können wir für unseren Cowboy brauchen. Das heisst, es kommt als zweite Ebene noch drauf. Wir haben unsere Obeine, den Muskelkater, die Sonne, die blendet und die Augen kneifen. Und dann leicht die Schultern aufziehen, wie sie so ein bisschen da hinten, so ein bisschen reinbläst. So. Und immer anschauen, aber immer noch mit einem Lächeln. Wir sind schließlich auf unserem Lieblingsrössli 4 Stunden ausgeritten. Jetzt kommt die nächste Ebene. Jetzt kommt die dritte Frage. Was wollen wir? Oder wohin gehen wir? Da könnt ihr wieder abstimmen, wie es weitergeht. Müssen wir ganz dringend aufs WC? Oder müssen wir in Saloon, oder wir wollen in Saloon, eine Schokimilch trinken, weil wir Durst haben? Oder haben wir Hunger? Und dann wollen wir doch mal schauen, was uns Mami in den Rucksack gepackt hat. Ihr könnt abstimmen, was unser Cowboy hier machen will. Der Cowboy dringend aufs WC? Will er in Saloon eine Schokimilch trinken? Oder will er nachschauen, was uns Mami in den Rucksack gepackt hat? Also, du hast noch 5 Sekunden Zeit zum Abstimmen. 5, 4, 3, 2, 1. Wir beenden die Umfrage. Und das ist natürlich ganz spannend, was ihr da abgestimmt habt. Weil je nachdem geht dann die Rolle in eine andere Richtung, gell, Kiki? Genau so ist es. Also, dann wir mal schauen, ob wir die Resultate schon fragen. Ja, da sehen wir es. Fast die Hälfte will in Saloon zum Schokimilch trinken. Finde ich eine gute Idee, Kiki. Schokimilch ist halt etwas Feines, gell? Ich hoffe, ich komme sie nachher daheim auch über. Also, dann zeigen wir doch, wir haben unseren Cowboy mit seinen Obei und den leicht aufgezogenen Schultern. Ich gehe ein bisschen weiter weg, dann geht jetzt in den Saloon. Dann hat es doch die Schwingtüre, oder? Ja? Jetzt kann man sich fragen, wie geht ein Cowboy in den Saloon? Sagt er, Entschuldigung, oder ist ein Cowboy und kommt die Türen auf, schwingt hinten wieder zu, steht wieder da. Nicht anmerken lassen, dass man Muskelkater hat natürlich. Schaut um, sind vielleicht ein paar Kollegen da. Man geht an die Rese, an die Bar, stellt seine Schokimilch. Immer ein cooles Gesicht haben, oder? Cowboys. Ich weiß nicht, ob man den Hut abzieht oder nicht. Könnt ihr entscheiden. Auf jeden Fall kommt die Schokimilch. Und jetzt, wie trinkt ein Cowboy eigentlich eine Schokimilch? So. Oder eher, er packt das Glas und. Hä? Könnt ihr entscheiden? Es ist beides möglich. Je nachdem, wie man eben sein Cowboy oder sein Cowgirl will gestalten und welche Facetten man ihm oder ihr will weitergeben will. Und so kann man die Geschichte und die Figur noch viel, viel weiterspielen. Das sind nur ganz kleine Beispiele jetzt gewesen. Aber ich hoffe, das war so ein bisschen Inspiration gewesen, um vielleicht euren Nachmittag zu gestalten. Super. Das wäre es schon gewesen von meiner Lektion. Vielen herzlichen Dank, Kiki.